Zu Gast bei der österreichischen Dressurreiterin Diana Porsche. Im Interview spricht sie über ihr Lieblingsessen, ihr Top-Pferd und den besten TT aller Zeiten. Ja, auf alle Fälle. Also ich bin sehr ehrgeizig und auch ja, gerade vorm Turnier bin ich ein richtiger Perfektionist. Das muss alles klappen. Ich glaube, sonst würde ich auch nicht losfahren. Die perfekte Piaffe ist feine Hand, also dass ich möglichst wenig in der Hand habe und wie ein Maschinengewehr unter mir. Das muss ganz schnell sein. Schokolade, ich bin mehr der süße Typ. Auf alle Fälle das Meer. Ich habe sehr viel Berge um mich herum hier in Österreich Tag zu Tag. Und Meer, ja, Meer ist einfach schön. Das ist Urlaub, Wärme, genießen. Zuerst mal ein bisschen enttäuscht, aber dann bei mir geht das eigentlich relativ schnell, dass ich dann wieder zu lachen anfange, weil ich mir denke, was für eine Katastrophe war das gerade? Und ich muss dann mehr über mich selber lachen oder über mein Pferd oder auch oft, weil es sich leider dann richtig aufregt. Und ich denke mir dann oft, eigentlich ist es ja nichts passiert. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich 3 Stunden im LKW verkrieche und dann denke, ach Kacke, warum ist das jetzt so blöd gelaufen? Sondern ja, muss man abpacken, kann mal passieren. Mit meinen Freunden und dann aber richtig. Sushi. Ich liebe Sushi. Ich könnte von Sushi leben. Mein liebstes Reiseziel, ich will auf alle Fälle mal in die Karibik. Ja. Ich habe schon so viel davon gehört und ich glaube, das ist richtig, richtig schön. Und das steht auf alle Fälle an erster Stelle von meinen nächsten Urlaubsplänen. Mein Motto ist, ich glaube, das ist jetzt so Standard, das sagen viele, man soll jeden Tag leben, als wäre es sein letzter. Mhm. Aber ich glaube, man kann nicht jeden Tag so leben, als wäre es sein letzter. Auf alle Fälle, ich denke, man soll das machen, was einem im Leben Spaß macht. Man soll Freude an seiner Arbeit haben. Und ja, das ist einfach mein Lebensmotto schon. Ja. Schon zu leben, aber halt die Arbeit gehört einfach dazu. Mhm. Auf alle Fälle heiße Pferde. Ja. Pferde, die Arbeit wollen. Und die einfach wissen, um was es geht. Mhm. Aber dann doch auch wieder so, dass man die auch wieder ruhig machen kann. Also ich will schon mit denen auch in den Wald gehen und die Zeit genießen können. Aber wenn Turnier ist, da müssen die einfach heiß sein und das wollen. Ich wollte immer wahnsinnig gerne Totilas reiten oder Vallegro. Ja. Aber jetzt aktuell ja, es gibt so viele tolle Pferde, glaube ich, die man reiten will. Aber der von Laura Graves, mhm, den finde ich richtig toll. Eine Reitstunde bei Edward Gahl. Ich weiß nicht warum, aber seit Kind wollte ich immer bei dem einmal reiten. Ja. Eine Promi mit dich. Puh. Boah. Ne? Ja, das ist schwierig, weil ich kenne ja keinen Promi persönlich. Irgendein Schauspieler auf alle Fälle, weil Sandro ist auch ein guter Schauspieler. Die beste TT ist definitiv meine Mama. Warum? Weil ja, die ist immer zur Stelle mit Wasser und die unterstützt mich einfach. Also jetzt so ist ja zwar sehr Angst vor Pferden, aber ich glaube, die würde sogar abbandagieren und alles machen, wenn es drauf ankommt. Also definitiv Mama.